Sehr schön, dass ihr da seid. Und ich erzähle euch was über Apache Spark und was ihr heute lernen werdet mit mir oder was ich euch beibringen möchte ist, zuerst einmal, was ist Big Data, was ist das Problem, warum machen wir das überhaupt und warum haben wir überhaupt den Bedarf für Big Data Tooling. Dann gibt es eine ganz kleine Introduction dazu, wie Spark funktioniert, wie man es installiert, wie man es nutzt. Dann gehen wir weiter mit, wie programmieren wir das Ganze, mit ganz vielen Programmierbeispielen. Ich habe von DERF ganz viele tolle Zugdaten bekommen, um das mal ein bisschen an realen Beispielen zu machen, auch wenn das nur Little Big Data war. Und am Ende gibt es dann noch ein kleines Wrap-up, was euch zeigen sollte, wann ihr in eurem Kopf irgendwie Überlegungen starten solltet, wann macht es Sinn, Spark zu nutzen. Fangen wir an mit dem Big Data-Problem. Wenn wir traditionell Daten analysieren oder ihr Leute fragt, wie analysiere ich Daten, dann hört man irgendwie, ich mache das in R, ich mache das mit Excel, ganz, ganz komisch, oder mit irgendeiner Skriptsprache, die man sich irgendwie rausleiert. Das kann Bash sein, das kann irgendwie Perl sein, das kann Python sein. Irgendeine Skriptsprache wird sich schon finden, in der man Daten analysieren kann. Problem jetzt allerdings, all die Sachen laufen auf einem System. Ich habe zumindest noch nie was von einem Cluster Excel gehört, was irgendwie besonders viele Daten ja, durchcrunchen kann. Und so ein System hat normalerweise Limitationen, sei es wie viel RAM ihr habt, wie viel Disk ihr habt, wie viel Netzwerk ihr habt. Deswegen reicht meistens nicht mehr eine Maschine aus, um große Datenmengen zu verarbeiten. Und wie groß Datenmengen sind, will ich euch auch mal zeigen. Ich habe ein paar Daten gesucht von 2013, 2014, 2015 und folgende Daten habe ich gefunden im Internet. Die sind wahrscheinlich jetzt schon wieder deutlich größer. 450 Terabyte an Daten finden wir in dem 1000 Genome Project. Die haben sich 1000 Genome von Menschen genommen und stellen die zur Verfügung zum Analysieren und Bearbeiten. Und das sind 450 Terabyte, schon echt viel. Wenn wir uns überlegen, wir haben gerade in unserem Rechner vielleicht ein halbes Terabyte an SSD drin, in unseren Servern irgendwie 4 bis 8 Terabyte HDDs, das ist immer noch eine ganze Menge Disks. Facebook sagt, sie haben 500 plus Terabyte an Daten täglich, die neu reinkommen. So an 2 Terabyte Festplatten sind das 250 Stück am Tag, schon eine ganze Menge. Kommen wir zu eBay. eBay sagt, ihr Data Warehouse oder eins ihrer Data Warehouses hat 90 Petabyte an Daten. Das sind noch mehr Disks. Jetzt kommt der Google Search Index und die haben über 100 Petabyte an Daten. Das sind noch viel mehr Disks. Und dann kommt Facebook und sagt, oh, wir haben 600 Petabyte an Daten. Und das ist verdammt viel. Vor allen Dingen, wenn wir bedenken, das sind Zahlen von 2013, 2014. Da waren die Disks noch nicht so groß wie heute. Das stellt so ein paar Probleme und Anforderungen an unsere Big Data Hardware, nämlich wir brauchen günstige Hardware und die günstigste Hardware, die wir kriegen können, ist billigste Consumer Hardware. Und Hardware-Probleme mit Consumer Hardware müssen wir einfach tolerieren. Und Google sagte mal, sie haben so 1 bis 5% aller ihrer Festplatten, die sie haben, gehen kaputt pro Jahr. Jetzt überlegen wir mal, wir haben 10.000 Rechner, jeder der Rechner hat irgendwie 2 Disks im System und das macht irgendwie 3 Reparaturen pro Tag mindestens. Ist ein bisschen viel, glaube ich. Und 0,2% des RAMs fehlt pro Jahr. Haben wir nur einen DIMM irgendwie in einem Server drin, macht das immerhin noch, dass wir 20 Systeme im Jahr austauschen müssen. Und normalerweise haben wir halt mehr DIMMs irgendwie in einem System drin. Das heißt auch ganz viel Austausch pro Jahr. Und gleichzeitig haben wir damit auch sehr viele Ausfälle, mit denen wir irgendwie rechnen müssen. Gleichzeitig, wenn wir neue Hardware kaufen oder wenn ein Unternehmen neue Hardware kauft, ist die Hardware morgen nicht mehr so wie die Hardware gestern. Das heißt, wir haben ein System, in dem sehr, sehr viel Ungleichgewicht herrscht, was Leistung angeht, was Performance angeht. Sei es jetzt irgendwie Netzwerk, sei es I/O-Performance, sei es Durchsatz irgendwie, was CPU-Instruktionen pro Sekunde angeht. Damit müssen wir einfach klarkommen. Und unsere Kommunikation, die wir haben, ist meistens Netzwerk und Netzwerk-Communication ist nicht schnell. Also momentan geht es sehr hoch bis 100 Gigabit und mehr.
Aber wir sind immerhin noch bei Cheap Consumer Hardware, also können wir irgendwie was rechnen mit irgendwas zwischen 1 und 10 Gigabit, wo Maschinen mit angebunden sind. Das Ganze hat Konsequenzen für uns und die Konsequenz ist, wir müssen uns beim Programmieren ein bisschen umstellen. Wir müssen unseren Kopf frei bekommen von dem normalen Programmiermodell, was ganz schön isoliert auf einem System läuft, und müssen uns eine große Systemlandschaft vorstellen. Und da ist die Frage, wie verteilen wir die Arbeit in viele, viele kleine Stückchen, dass sie auf vielen, vielen Maschinen gleichzeitig laufen? Wie speichern wir Resultate? Auch ein großes Problem, weil die Resultate müssen ja wieder auf eine Maschine draufpassen oder gestückelt werden auf viele kleine Maschinen. Wie gehen wir mit Fehlern um? Wenn ich jetzt 1000 Aufgaben verteile auf 1000 Rechner, kann ich davon ausgehen, dass einer davon sicherlich sterben wird, wenn ich diese Aufgabe berechne. Und wie gehe ich damit um? Dann, wie gehen wir damit um, wenn irgendeine Aufgabe einfach lange dauert? Sei es, weil gerade eine Festplatte gestorben ist im Verbund oder weil irgendwas anderes passiert ist. Müssen wir irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen? Und eines dieser Lösungen im Programmiermodell ist MapReduce. Wer kennt das von euch im Raum? Einmal so eine kurze Umfrage. So 50% der Leute heben ihre Hand. MapReduce war so 2006 mal der neueste, tollste Hype und das Beste seit geschnitten Brot ungefähr. Und das ist immer noch ein Programmiermodell, was sehr, sehr gern genutzt wird im Big Data Umfeld, weil es gar nicht mal so unklug ist. Und das möchte ich euch mal kurz erklären, wie das funktioniert. Wir haben ganz viel Input-Daten. Und diese Input-Daten lassen sich meistens irgendwie aufteilen in viele kleine Häppchen. Dann haben wir eine Map-Phase mit so Arbeitern und die Arbeiter kriegen Daten und machen irgendwas mit den Daten. Sie transformieren die Daten, machen Operationen auf den Daten und was rauskommt, sind nachher temporäre Daten. Mit den temporären Ergebnissen können wir aber noch nicht arbeiten. Deswegen werden sie nochmal in die Worker reingeladen, hier, um dann am Ende ein Resultat rauszukriegen aus den Reducern. Und das Coole ist, es funktioniert super in so einem verteilten System, wenn man das ganz grob mal von oben betrachtet. Ich empfehle sehr, es gibt von Google ein Paper über MapReduce, wie das Ganze ursprünglich wissenschaftlich beschrieben worden ist, mit dem mathematischen Hintergrund, empfehle ich sehr zu lesen, um ein bisschen mehr Details zu bekommen. Genau, gehen wir mal weiter in die Einführung zu Apache Spark. Das sollte euch jetzt einen kurzen Überblick geben, wie Big Data funktioniert, was es da für Probleme gibt, dass ihr jetzt wertschätzen könnt, was Spark für euch tun kann. Also was ist Apache Spark? Es ist verteilt, es ist fehlertolerant und massiv parallel und macht viele Aufgaben gleichzeitig auf vielen verschiedenen Rechnern. Ihr könnt in den verschiedensten Sprachen damit entwickeln, sei es irgendwie Java, Scala, Python, R. Es gibt genügend Sprachen, mit denen ihr als Data Scientist als Beispiel eure Analytics mit Spark fahren könnt. Spark bietet euch zusätzlich noch eine große Abstraktionsschicht, um möglichst einfach zu starten, ohne dass ihr irgendwie das Rad neu erfinden müsst. Und es gibt natürlich ganz viel Tooling drumherum. Spark ist kompatibel mit Hadoop, aber man braucht kein Hadoop, um Spark laufen zu lassen. Was ganz schön ist, wer schon mal Hadoop installiert hat auf großen Clustern, macht nicht so viel Spaß. Also es geht auch ohne Hadoop ganz gut. Und ihr könnt mehrere verschiedene Modelle nutzen, um Spark-Jobs am Ende auszuführen. Es gibt Spark in einem Cluster-Modus, wo ihr Jobs submittet. Es gibt einen Streaming-Modus mit gestreamten Daten, wie zum Beispiel Twitter-Daten, ist momentan sehr im Hype. Ja, und halt noch andere Ausführungsmodelle, wie zum Beispiel interaktive Shells, mit denen ihr programmieren könnt. Und das ist unglaublich schnell, weil sie sich gedacht haben, wir haben RAM, warum nutzen wir ihn nicht und machen Caching? Ist ja auch ganz innovativ, mal RAM zu nutzen für Caching. Wie installiert ihr das Ganze? Ihr habt irgendwie hoffentlich ein Linux, Unix oder Windows System. Also quasi jeder Rechner, der hier im Raum ist, sollte es können. Ihr habt irgendwie Java auf dem System. Ist leider notwendig. Und ihr habt das Paket runtergeladen. Und dann war es das eigentlich auch schon. Und wenn ihr irgendwie sagt, hey, ich möchte in die Cloud, gibt es genügend Skripte, die das automatisch irgendwo deployen.
zum Beispiel auf Amazon EC2. Genau, und integriert sich zum Glück auch in gute andere Manager und andere Projekte, die halt das Deployment und das Management davon ganz gut vereinfachen. Wie es architekturell aufgebaut ist, es gibt immer einen Treiber und Worker. Und ganz oben startet ihr mit eurem Applikationsprogramm. Der hat einen Kontext mit Spark. Es gibt einen Cluster Manager, über den der Job reinkommt. Und der wird über den Cluster Manager zu den einzelnen Workern verteilt. Genau. Und dazu registriert sich zuerst unser Worker bei dem Master und sagt, hey, ich bin da, ich hätte gerne Arbeit. Und dann wird euer Programm die Arbeit verteilen und steuern. Und das Treiberprogramm läuft auf der Node, auf der der Job gestartet wird. Und die Worker laufen, wie es, oder das Worker-Programm läuft, wie es irgendwie auch logisch klingt, direkt auf dem Worker. Und was Spark ganz cool macht und euch auch abnimmt, ist die Verteilung der Daten auf den einzelnen Knoten. Darüber braucht ihr euch nicht kümmern und darum braucht ihr euch nicht kümmern. Um das auch gut zu verteilen, gibt es ein tolles Konzept, das nennt sich Resilient Distributed Datasets. Wie der Name schon leicht andeutet, ist es ein Dataset, was distributed ist und das ganz automatisch und dass ihr irgendwas dafür macht. Stellt euch jetzt vor, ihr habt hier ja, so Daten und die Daten werden automatisch partitioniert und auf Worker verteilt, sodass jeder Worker ein bisschen der Daten hat, diese auch nachher cachen kann. Was ganz cool ist, ist es die primäre Abstraktion in Spark. Es ist nicht mehr veränderbar, sobald es konstruiert wurde. Und ihr könnt massiv parallele Operationen auf diesen Datasets fahren. Und was noch viel cooler ist, wenn ihr so ein Dataset manipuliert, hat Spark eine History davon und weiß, wie ihr, welche Operationen ihr darauf ausgeführt habt, um, falls wirklich ein Worker stirbt, die Daten neu zu berechnen, die jetzt dadurch verloren gegangen wären. Und ja, automatisch wird alles halt distributed. Was noch ganz cool ist, wenn ihr es konstruiert, habt ihr viele Optionen, woraus ihr so ein Dataset konstruiert. Das kann entweder zum Beispiel in Python irgendeine Collection sein, es kann irgendwie ein existierendes RDD sein oder irgendeine Datei, die irgendwo liegt, sei es euer, ja, wie heißt es, von Amazon so ein File-Storage oder sei es irgendwie ein HDFS, auf dem es drauf liegt oder ein NFS, wo es drauf liegt. Sobald es irgendwie nur lesbar ist bei eurem Betriebssystem, kann man es auch in so ein RDD laden. Es gibt, wenn ihr damit Operationen ausführt, zwei Arten davon. Einmal Transformation und einmal Aktion. Transformationen sind lazy evaluated, das heißt, sie werden nicht direkt ausgeführt, sondern nur dann ausgeführt, wenn Aktionen ausgeführt werden. Kommen wir zum nächsten Konzept, dem Data Frame. Data Frames sind sowas ähnliches wie RDDs, nur ein bisschen anders, weil sie mit Named Columns funktionieren. Sie sind kompatibel zu anderen Data Frames, wie zum Beispiel von Pandas oder den Data Frame, den man aus R kennt. Und die Typen der Spalten, also die Datentypen, werden anhand der Daten, die drin liegen, bestimmt. Und man kann ganz cool SQL-Queries auf solchen Dataframes ausführen. Ganz einfach und ganz cool und das werden wir gleich nochmal lernen und sehen. Und so ein typischer Dataframe habe ich euch mal hier aufgemalt. Ein bisschen klein für Big Data, aber immerhin gut zum Verstehen. Es ist ein Mapping einer Column, die hat einen Namen, hier Event, Location und hat Fairy Dust, die MMCD leider nicht, mit den entsprechenden Daten. Und hier würden wir am Ende als Event einen String haben. Wir würden als Location ja, auch wieder einen String haben und dieses HasFairyDust wäre ein Boolean in dem Fall. Gut, jetzt gehen wir mal weiter in Richtung Programmierung, das eigentliche Interessante daran, nämlich mit, wie baue ich mir mein eigenes Spark-Programm, wie baue ich mir ein RDD und wie baue ich mir ein Dataframe und wie mache ich was Nützliches damit. Genau, wie basteln wir ein RDD? Wir brauchen zuerst immer einen Spark-Kontext. Ich gebe euch die Beispiele jetzt mit PySpark, also dem Python-Interface für Spark, weil die meisten Data Scientists, die Spark nutzen, das Ganze mit Python machen oder halt Scala, aber meistens Python. Deswegen hoffe ich, dass ihr alle so ein bisschen Python-Grundwissen habt.
Wenn nicht, solltet ihr einfach euren Nachbarn fragen. Wird schon funktionieren. Ja, scheint zu klappen. Also ihr braucht zuerst einen Spark-Kontext, mit dem ihr irgendwie arbeitet. Und beim Spark-Kontext könnt ihr ganz viele Variablen angeben, sei es irgendwie, wie euer Job heißt, wie euer Kontext heißt und so ein bisschen das Verhalten von Spark beeinflussen. Ist aber nicht so wichtig, es gibt sehr gute Doku, wo man reingucken kann, wie alles funktioniert. Machen wir nun zuerst mal den RDD von einer Liste und schmeißen sie in drei verschiedene Partitionen rein. Hier ist meine Daten. Wer erkennt die Folge, was das für eine ist? Genau, eine Fibonacci-Folge, die ersten paar Zahlen. Und wenn ich das jetzt irgendwie distributen möchte, sage ich einfach, hier mein RDD ist parallelisiert mit den Daten, die hier oben drin sind, auf drei verschiedene Partitions. Das heißt, sie würde auf drei verschiedene Knoten parallelisiert werden. Wenn man einfach das 3 auslässt, macht Spark Magie und parallelisiert das automatisch. Man kann natürlich auch so ein RDD von einem Textfile erstellen anstatt von so einer Liste und kann sagen, ich möchte gerne einen Textfile laden, wo auch immer er herkommt. Und hier in dem Fall splitten wir es in 42 verschiedene Partitions. Also habe ich jetzt so ein RDD, das liegt dann jetzt so rum. Es wurde noch nicht direkt erstellt. Wir wissen ja, dass es ja lazy evaluated ist. Und wenn wir es schon erstellt haben, können wir auch mal Transformationen drauf machen. Und wichtig, Transformationen sind nicht sofort ausgeführt, sondern return eigentlich sofort, sobald ihr sie macht. Vor allen Dingen, wenn ihr das erste Mal irgendwie eure Interactive Shell vor euch seht, ist es ein bisschen befremdlich zu sehen, dass es sofort returnt. Also immer im Hinterkopf behalten, das ist lazy. Wir machen uns nochmal ein Dataset, in dem Fall wieder eine Liste mit 1, 3, 3 und 7. Und mappen darauf jetzt eine Lambda-Funktion, die einfach mal 2 macht. Und was das Resultat wäre, wenn wir es ausführen würden, wäre in dem Fall 2, 6, 6 und 14. Erstmal relativ einleuchtend. Wir können das Ganze jetzt noch ein bisschen filtern, weil normalerweise wollen wir nicht nur Daten verändern, sondern auch filtern. Und so ein Filter wäre jetzt, wir wollen nur alle Zahlen haben, die durch 3 teilbar sind. Ja, bleibt halt noch bei 1, 3, 3, 7, 3 und 3 übrig. Auch eigentlich relativ naheliegend. Es gibt noch andere Transformationen. Wir nehmen wieder ein Dataset hier, 1, 3 und 6, weil es einfach ganz praktisch war. Und wir können bei so einer Funktion auch sagen, bitte gib uns wieder noch eine neue Liste zurück. In dem Fall eine Liste mit x, eine Liste mit x mal 2. Würde uns eine Liste von Listen geben mit 1, 2, 3, 6, 6, 12, auch eigentlich relativ einleuchtend. Was ganz cool ist, so eine Map-Funktion mit solchen Listen, manchmal möchte man auch einfach nur eine normale Liste zurückbekommen, ohne dass man sowas schachtelt. Und dafür gibt es FlatMap, macht halt aus einer normalen Liste, die ich hätte, wieder eine normale Liste. Kann man eigentlich auch relativ oft gebrauchen. Aktionen sind ganz spannend. Sie sind nicht lazy, ganz wichtig. Und sobald ihr eine Aktion triggert mit Spark, dauert es erstmal. Je größer euer Dataset ist, umso länger dauert es. Und je mehr Nodes ihr habt, umso mehr halbiert sich halt die Dauer. Wir reduzieren jetzt einfach mal diese Liste 1, 2, 3 mit folgender Lambda-Funktion und bekommen jetzt hier zum Beispiel 6 raus. Auch ganz einleuchtend. Das wird jetzt allerdings alle Filter, die wir vorher gemacht haben und alle anderen Transformationen, die wir gemacht haben, auf diesem RDD erstmal ausführen, um dann nachher irgendwie hier zu reduzieren. Daten rauskriegen bekommen wir, indem wir sie zum Beispiel rausholen mit Take oder mit Collect bekommen wir eine Liste aller Resultate raus. Kommt gleich nochmal in einem echten Beispiel mit echten Daten ein bisschen mehr raus, wie das funktioniert. Genau, und hier bei Collect wird eine Liste mit 1, 2, 3 wieder rauskommen. Weiter machen wir jetzt mal ein Beispiel, das typische. Wir zählen jetzt nicht Worte, sondern wir zählen mal Kommentare. In zum Beispiel einer Datei, die jetzt die Fibonacci-Folge berechnet. Wir laden uns also in unseren Spark-Kontext einen Textfile und wenn wir diesen Textfile in einen Spark-Kontext reinladen, wird dieser Zeile für Zeile auf die verschiedenen Worker distributed und liegt also auf allen meinen Workern, die ich habe, drauf. Wir cachen das Ganze, weil wir sagen, wir wollen da viele Operationen drauf ausführen und Spark ist dann so cool und sagt sich, gut, ich cache es, weil du sagst, dass ich es cachen soll. Und damit ist auch eine weitere Operation auf dem Dataset deutlich, deutlich schneller.
Jetzt kann ich Kommentare rausfiltern. Das ist jetzt einfach eine Funktion, die ich übergebe. IsComment solltet ihr halt irgendwie selbst implementieren, wenn ihr wirklich diesen Anwendungsfall machen solltet. Und wenn es dann so ein Kommentar ist, können wir einfach sagen, wir wollen jetzt mal auszählen, wie viele Source-Code-Lines habe ich überhaupt und wie viele Kommentare habe ich gezählt. In dem Fall wäre es jetzt irgendwie 47 und 11 als Beispiel. Wichtig ist, wenn ihr irgendwie sowas wie Count ist auch eine Operation, die direkt ausgeführt wird und auch ein bisschen Zeit braucht. Und was intern passiert ist, wir haben wieder unsere Map-Jobs, die mappen jetzt zum Beispiel plus 1 für jede Zeile, die es gibt und reduzieren dann wieder, um nachher euch das Ergebnis zu präsentieren. Im Hintergrund haben wir also ganz viele dieser Map-Reduce-Operationen und ihr müsst euch keine Gedanken darüber machen, wie ihr das jetzt im Endeffekt macht. Es gibt noch in Spark geteilte Variablen, einmal Broadcast Variables, die werden zu allen Workern distributed, relativ automatisch und brauchen da halt auch entsprechend RAM. Was ganz cool ist, das wird meistens für Lookup-Tables genutzt, die nicht so groß sind. Wichtig ist, ihr solltet noch genügend RAM übrig lassen für den restlichen Job, dass er auch noch laufen kann. Das heißt, es ist eventuell nicht so klug, irgendwie einen Dataset zu distributen, was jetzt 4, 5, 6 GB groß ist, wenn euer Host nur 4, 5, 6 GB an RAM hat. Das heißt, ihr solltet da so ein bisschen Verhältnismäßigkeit prüfen und auch euren Cluster hinreichend gut kennen, dass ihr nicht den ganzen RAM mit so einem Broadcast-Variable voll macht. So, distributen geht voll einfach. Ihr sagt einfach, broadcaste irgendeine Variable, die zum Beispiel hier aus dieser Funktion load-distributed-data rausfällt. Und dann ist diese Variable, die ihr halt definiert habt, global im Programmkontext verfügbar. Es gibt noch eine andere Shared Variable, das sind Akkumulatoren. Und Akkumulatoren sind einfach nur dazu da, Werte zu akkumulieren. Wird häufig genutzt, um Fehler zu zählen. Wenn ich einen Job distribute, kann ich zum Beispiel zählen lassen, wie viele Fehler sind passiert bei der Ausführung, wie oft bin ich in den Catch-Block beim Try-Catch gelaufen, um so ein bisschen Qualitätsmanagement zu machen mit meinem eigenen Code und herauszufinden, wie gut der Lauf war. Was interessant ist, ihr könnt als Task nur schreiben und als Driver könnt ihr das nur lesen. Das ist ganz spannend vom Konzept her. Und auch wieder ganz einfach, ihr holt euch einen Akkumulator, indem ihr einfach sagt, ich habe gerne einen Akkumulator. Und dann ist diese Variable hier auch wieder global verfügbar und kann genutzt werden. Soweit erstmal für den Anfang. Jetzt machen wir ein Beispiel mit den Daten von Derf, die er mir netterweise gegeben hat, mit Zügen. Weil Züge sind was ganz Cooles. Wir holen uns erstmal einen Spark-Kontext und in dem Fall einen SQL-Kontext, weil ich hatte keine Lust, irgendwie viel programmatisch zu machen. Ich dachte mir, okay, SQL kann ich, es ist das perfekte Interface für mich und ich weiß, dass meine Aufgabe, die ich mir gestellt habe, relativ gut mit SQL gemacht werden kann. Und sobald wir einen SQL-Kontext haben, nutzen wir Apache Hive im Hintergrund automatisch, was ganz cool ist. Ja, meine Aufgabe, die ich mir gestellt habe, ist, ich wollte wissen, wie viel ist die durchschnittliche Verspätung pro Zugtyp, die es gibt. Genau, also habe ich mir die Daten geholt und gesagt, gut, ich hätte sie gerne geladen. Und der SQL-Kontext hat was ganz Cooles, er hat eine Ladefunktion für CSV-Dateien, weil der hat mir eine CSV-Datei gegeben. Jetzt ist das Problem allerdings, das kann Spark nicht out of the box ganz schön, sondern ich brauche nochmal einen extra Treiber, den gebe ich hier entsprechend an. In dem Fall ist er von Databricks. Ist eigentlich selbsterklärend, was da jetzt passiert. Am Ende habe ich ein wunderbares Dataset, was alle Zugdaten hatte, die es gibt, die automatisch verteilt worden sind auf allen meinen Workern, die ich hatte. Jetzt, weil wir im SQL-Kontext sind, müssen wir so ein Dataset doch als Tabelle registrieren, damit wir darauf irgendwelche Operationen ausführen können, die eine Tabelle referenzieren, die dann wiederum das Dataset referenziert. Und ganz, ganz pragmatisch heißt die Tabelle einfach Trains. Weiter geht's jetzt, wir wollen irgendwie eine Query formulieren, die wir auf diesem Dataset jetzt ausführen. Und was wir da machen, ist einfach, wir sagen, ich hätte gerne ein SQL-Statement, ich wollte hier ja den durchschnittlichen, den durchschnittlichen Delay haben, den Zugtyp von dem gerade referenzierten Dataset und wollte noch hier ein bisschen Data Cleaning machen, weil Dev hat mir netterweise gesagt, was es heißt, wenn ein Delay ein leerer String ist und ich sollte nur Züge nehmen, die auch nicht gecancelt worden sind, weil sonst wäre es ein bisschen unfair,
Wir haben ja gerade irgendwas mit minus 99999 oder sowas gesehen. Das hätte die Daten dann doch ein bisschen verfälscht. Genau, machen noch einen Group-By. Und dann habe ich ein bisschen gecheatet, muss ich zugeben, weil ich habe to pandas gemacht. Ich habe damit das Result, den Result-Data-Frame zum anderen Format konvertiert, weil ich wusste, es gibt eine Library, die kann mir vieles erleichtern, wenn ich das nach am Ende plotten möchte. Und ich hatte echt keinen Bock, irgendwie das Plotten selber zu machen, Matplotlib oder sonst was. Also habe ich es einfach ganz, ganz einfach gemacht und damit das Dataset einfach umgewandelt zu so einem Pandas-Dataset. Und was am Ende rauskam, war diese wunderbare Chart, die die gleichen Werte wie DERF rausbekommen hat, mit irgendwie 5-6 Zeilen Code, was ziemlich cool ist. Und am Ende haben wir herausgefunden, dass Busse relativ wenig Verspätung haben, dass so ein EC deutlich mehr Verspätung hat und dass so ein City Nightline, ja, 15 Minuten Verspätung im Durchschnitt ist schon recht viel. Ich glaube, der Zug schläft auch dann. Ja, genau, also das waren 5 Zeilen Code, das ging super schnell und super einfach. Und wenn man es einfach genutzt hat, konnte man mit sehr wenig Zeit sehr coole Ergebnisse erzielen. Jo, machen wir noch ein kleines Wrap-up am Ende. Es ist wieder ein sehr kurzer Talk. Und was ich mit euch eigentlich nur machen möchte, ist ein, wann macht es Sinn, Spark zu nutzen? Wir hatten gerade schon die Einführung, wann macht Sinn datenmäßig? Und ich sage immer gerne, es macht Sinn, Spark zu nutzen, wenn ihr mehr Daten habt, die als wie in euren RAM reinpasst. Und als wie in euren RAM reinpasst, ist bei mir jetzt zum Beispiel 16 GB, bei anderen ist es irgendwie 32 GB. Und bei anderen ist es halt auch ein Terabyte, wenn sie einen guten Server haben. Genau, also wenn ihr viele Daten habt, die ihr irgendwie analysieren wollt, die ihr irgendwie crunchen wollt. Wenn ihr keine Lust habt, euch über Parallelismus Gedanken zu machen, dann ist Spark auch ganz cool, weil es euch alle Aufgaben abnimmt, irgendwie die Daten zu verteilen, parallel darauf die Funktionen drauf auszuführen, zu mappen, zu reduzieren. Spark macht es einfach für euch. Also wenn ihr keinen Bock drauf habt, ist es das Richtige. Wenn ihr irgendwie was ganz Simples haben wollt, was gleichzeitig irgendwie sehr mächtig ist, passt es auch ganz gut auf euren Anwendungsfall drauf. Wenn ihr irgendwie jetzt High-Performance-Computing machen wollt und gerade irgendwie Wetterbewegungen berechnen wollt und da unbedingt das in wenigen Millisekunden haben wollt, in einem großen Cluster, dann passt es einfach nicht auf eure Workload drauf. Weil wenn ihr keine großen Ansprüche habt, in High-Performance-Computing zu machen, ist Spark das Beste für Big Data. Wenn euer Problem auch dem Programmiermodell entspricht, das ist noch ein ganz wichtiges Ding, weil man relativ gut dort in Probleme und Limitationen kommen kann. Wenn euer Problem nicht wirklich auf dieses MapReduce-Schema passt, dann ist Spark nicht so performant, wie ihr es euch vorstellt. Deswegen muss eure Problemkategorie irgendwie da reinpassen. Und wenn ihr irgendwie nicht so viel Interprozesskommunikation braucht, als Beispiel, wenn ihr eine Wettersimulation habt und ganz viele 1 Quadratkilometer irgendwie auf eure Weltkarte baut, müssen sie miteinander immer kommunizieren, zumindest mit den Quadraten um sie herum. Mit Spark geht das sicherlich auch, aber ist nicht schön. Das heißt, wenn ihr irgendwie Interprozesskommunikation braucht, wo Prozesse miteinander reden und kommunizieren, ist es vielleicht das falsche Framework für euch. Ansonsten hilft es euch, eure Aufgaben gut zu erledigen und gut zu bewältigen. Und das war's auch schon, zumindest von meiner Folienseite. Und wenn ihr noch Fragen habt, freue ich mich, wenn ihr sie stellt. Ja, und danke fürs Zuhören. Gibt's Fragen? Genau, also die Frage war, was ist der Unterschied zwischen Hadoop und Spark mit der Bemerkung, dass das doch relativ wie Hadoop geklungen hat? Und mein persönlicher Eindruck davon ist, Spark ist Hadoop in, Leute haben sich da mal hingesetzt und gedacht, was ist alles doof in Hadoop? Und der große Unterschied oder das, was mir wirklich viel Spaß an Spark macht, ist, dass ich mich bei der Installation nicht um so viele Dinge kümmern muss und vieles einfach out of the box funktioniert. Ich brauche keine komplizierten MapReduce-Jobs schreiben, sondern nutze einfach Funktionalität, die schon gegeben ist und implizit MapReduce im Hintergrund nutzt. Bei Hadoop muss ich ja immer einen Map-Job schreiben, ich brauche einen Reduce-Job. Bei Spark nutze ich die große Funktionalität, die es schon gibt, die implizit das MapReduce macht.
Und gleichzeitig ist es eine tolle Doku und es nutzt Caching. Das heißt, es ist auch schneller als irgendwie ein Hadoop, was kein Caching nutzt. Und das alles zusammen mit einem wunderbaren Ökosystem an Tools und Funktionalität macht es einfach zu einem deutlich schöneren Produkt, finde ich, als jetzt ein Hadoop. Ich würde es persönlich, auch wenn es technisch, glaube ich, falsch ist, als besseres, neueres Hadoop bezeichnen, auch wenn es, glaube ich, zwei Projekte sind, die einfach was Ähnliches machen. Noch eine Frage? Scheint nicht so. Ansonsten könnt ihr mir gerne irgendwie eine Mail schreiben oder mich antwittern oder einfach hier auf den Gang abfangen und mir was sagen. Und wenn ihr irgendwie ein Problem habt, was irgendwie vielleicht mit Spark gelöst werden könnte, können wir uns gerne hinsetzen und mal beispielsweise einfach Data Scientist spielen und gemeinsam irgendwie Data Science betreiben. Weil Science und so. Gut, danke.